Willkommen zum Immon Cup! Und damit willkommen zum zweiten Spiel dieses Cups. Heute gegen KZ Jena. Oder gegen den FCB Robbie. So sieht's aus. Ja, warum sich so ein bisschen doof klingt gerade? Weil ich so ein bisschen, ja, erpost bin wegen allem und jedem. Aber dazu kommen wir gleich auch. Wir spielen heute mit der klassischen Taktik, heute also nicht Verstecken-Taktik. Im letzten Spiel haben wir unglücklich verloren, da wir früh die Gegentore gefangen haben. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier Konzentration zum Spiel und dann schauen wir mal weiter, wie es laufen wird. Ja, natürlich erzähle ich ja noch ein bisschen hier noch was, aber alles hier ganz konzentrationstechnisch. Ja, wird abgefangen. Stein her. Auf Bijajke. Über Stein her und jetzt kommt voll und drin! So geht das! 1-0 Führung, wieder frühe Führung! Na, eigentlich müssen sie doch das alle wissen, dass wir hier sehr früh versuchen, die Führung zu erzielen, damit wir das Spiel ruhig eingehen lassen können. Und dann können wir jetzt auch loslegen mit den ganzen Sachen. Also eigentlich, ich habe mir ja zu jedem Teilnehmer was aufgeschrieben, auch zu Robbie Ball, zum FCB Robbie 92. Gegen den haben wir ein einziges Mal bislang gespielt und das bei FIFA 16, damals im Matchday, das war Teil 300, irgendwie 29 oder so. Also schon im Laufe des Let's Plays relativ spät. Seit jeher leider nicht mehr wieder aufgetreten, nun gut, erste Möglichkeit sozusagen hier. Und hatte das Auftaktspiel ja eigentlich gegen den Dominik Bayern, aber nun gut, also das ist mal sowas von daneben gegangen. So, erstmal die Möglichkeit hier, nochmal dieselbe Taktik zu nutzen, Stahl, na schade. Das ist sowas von daneben gegangen, denn er war nicht da. Ja gut, also irgendwie erst an Anfang zu sagen, ja, er ist da und dann später zu sagen, nee, ist nicht da, ist eigentlich eine Frechheit, ist eigentlich Kacke. Dementsprechend unser Gegner noch kein Spiel, auch wenn ihr in der Tabelle am Ende des Teils gesehen habt, dass er doch schon ein Spiel gehabt hatte gegen den Hendrik nämlich, weil ich musste den Spielplan umändern und so weiter und so weiter. Dann hat sich mein Programm aufgehangen, dann hat sich mein Ton aufgehangen. Es war also... Du willst es eigentlich gar nicht wissen. Deswegen ist es überraschend, dass wir hier führen, hier mit 1-0. Weil eigentlich bin ich im Kopf irgendwie stinke ich auf alles und jeden gerade momentan. Und wenn ich dieses Turnier jetzt ganz ehrlich verkacke, dann ist es so. Dann ist ganz doof gelaufen, aber ganz ehrlich, das ist dann so. So, deswegen Konzentration, möglichst viel Konzentration und das ist ein guter Pass und das ist nicht das 2-0. Schade. Schade. Ich weiß also dementsprechend nur, dass er jetzt kein Spiel gemacht hat, was eigentlich extrem schade ist. Andersrum ist das Turnier damit auf 6 reduziert, das heißt die CPUs sind raus. Das heißt wiederum, an diesem Spieltag, so wie am letzten Spieltag, habt ihr keine Einblendung oben gesehen, weil es gibt ja immer einen Spieler zu dem Spiel. Von daher, entweder der Henrik hat gespielt gegen irgendwen, der nicht aufnimmt, oder der Flui hat gespielt gegen irgendwen, der nicht aufnimmt. Das ist jetzt heute auch der Fall und im nächsten Teil... ist das nicht der Fall, denn im nächsten Teil spielt der Flui gegen den Henrik. Und von daher seht ihr dann die erste Einblendung. So, Möglichkeit. Schade. Ja, also, ne, natürlich, vorher so ein Turnier zu haben, alles gut, alles schön, als Organisator auch alles toll. Aber wenn du einen Abschluss irgendwie, wenn da irgendwer querstellt, dann ist es Kacke. Deswegen, also ganz ehrlich, wenn du irgendwie irgendwann mal Gastgeber irgendwo bist, lade nur Leute ein, wo du weißt, dass sie ordentlich dabei sind. So, gegen Big Boss, der als nächsten Gegner von mir kommt, der spielt mit Hansa Rostock, gegen den, da wo er, weiß ich eigentlich, dass er zuverlässig ist. Bei FCB Robbie, nun gut, einmal gespielt, ne, du darfst niemanden irgendwie verurteilen. Und von daher, ne, hier, wenn ihr sagt so von wegen, ey, ich bin besser als du, aber sowas von, also, ich hätte den jetzt hier schon das 8. Gegentor eingeschenkt. Beweist es gerne. Der nächste Immon Cup ist im Dezember oder im Januar, ich muss das noch entscheiden.
Motto ist aber schon klar, das werde ich jetzt hier schon berichten. Das Motto ist Immun-Turnier. Das heißt, nur Teams, die beim Immun-Turnier dabei sind. Falls ihr sagt, so von wegen, hä? Auf dem Kanal gibt es auch ein Video, Immun-Turnier-Qualifikation. Da sind alle Teams dabei. So, jetzt erstmal hier wieder Konzentration. Guter Pass und jetzt ist es 2:0. Muss erst so eine Kacke passieren, dass das jetzt so funktioniert. Muss das erst so doof laufen, dass das funktioniert? Ich weiß es nicht. Andersrum natürlich, ich habe jetzt schon ein Spiel voraus, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Unser Gegner hier und heute durfte das erste Spiel halt nicht spielen, weil, ne, wenn der Gegner nicht da ist, ja gut. Das ist immer so ein bisschen, ehrlich ein bisschen gesagt, ein bisschen scheiße. Ja, ich fluche hier heute ziemlich viel. Liegt einfach ein bisschen daran, dass, ja, ich, wie gesagt, irgendwie komplett frustriert von der ganzen Technik bin und alles drum und dran. Und ich hoffe mal nicht, dass das jetzt, ja, dass das jetzt so passiert. Dankeschön. Aber wir führen noch. Wir müssen einfach jetzt ruhig bleiben. Wir müssen einfach ruhig bleiben. Jetzt nicht in Hektik verfallen, nicht in Nervosität verfallen, nicht in irgendwas verfallen, sondern in Ruhe bleiben. Ruhig bleiben, auf dem Teppich bleiben. Und erstmal hier konzentriert spielen. So, Schmidt. Den hatten wir schon mal. Wann hatten wir den Schmidt in unserem Team? Günther Schmidt. Bei Ingolstadt, oder? Den hatten wir bei Ingolstadt. Der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, er hat auch das Tor geschossen. Na ja, gut. Ironie. Möglichkeit. Ja. Also von daher, man muss einfach ruhig bleiben. Ruhig bleiben, schauen, wie es aussieht. Motto zu diesem Immun Cup, habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesagt, ist dritte Bundesliga. Ja, ich weiß, dass es die dritte Bundesliga nicht gibt. Aber wenn ich hätte dritte Liga geschrieben, ja gut, hätte man auch englische Teams nehmen können. Deswegen habe ich jetzt das Motto einfach dritte Bundesliga genannt. Weil es deutsche Teams aus der dritten Liga sein sollen. Boah. Meine Mottos sind immer ein bisschen verwirrt, so wie ich. Alles gut. Wir führen hier zur Halbzeit. Verdient? Ja. Wenn man das mal sich die Statistik eben kurz angeschaut hat, ganz ehrlich, das... So, ich würde auch gerne jetzt schon überlegen zu wechseln, eventuell, nämlich unseren Ex-Hamburger Spieler, Porat, der ist auch da. Der spielt bei Unterhaching mittlerweile. Das freut mich sehr. Ich habe jetzt auch gerade, ich will gerade jetzt auch Nikuno reinzuwechseln. Aber wir spielen mal so weiter. Die Kuh kommt dann, wenn es schlecht läuft. Also, Wechsel. Okay, Wechsel werden hier noch nicht mal angezeigt. Nun gut, dann... Ja, wir in Rot. Wir nicht in Rot, sondern in Weiß. Liegt einfach daran, dass wir, ja, auswärts spielen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Jena dementsprechend nicht in Weiß spielt. Vielleicht, weil wir in Rot... Ja, egal, komm. Wir müssen jetzt hier nicht philosophieren, welche Farben, warum. Wir müssen einfach hier ordentlich spielen. So, Stein her. Und guter Pass. Ich versuche wirklich jetzt in den nächsten Spielen so ein bisschen wieder in den Turnierflow zu kommen. Also, sorry für alle, die jetzt sagen so von wegen, ja, das ist aber nicht der Turnierflow, den du ja sonst immer hast. Aber jetzt vielleicht ja. Yes, und guck, geht das. Und einmal hier. So geht das. Genau, er hat es nur geschossen. So geht das. Nicht einfach so raufschießen und dann das Tor machen. Nein, so spielst du das Ding raus. Ja, erst hat er nicht getroffen, ne? Aber egal. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder jetzt in diesen Turnier-Flow reinkommen. Andersrum, mich hätte es jetzt nicht gewundert, dass wir hätten wir hier, weiß ich nicht, 3-4-0 verloren. Also, ich glaube, hätten wir jetzt gegen den Flui gespielt, das wäre ganz, ganz düster ausgegangen. Das wäre ganz düster ausgegangen. Von daher, ich hoffe einfach, dass wir wieder in diesen Turnierflow gehen. Und es tut mir wirklich wahnsinnig leid für den FCB Robbie 92, dass ich diese Partie so scheiße kommentiere und auch so viel fluche. Es tut mir wirklich leid, aber irgendwie ich muss erstmal hier irgendwie ja, erstmal jetzt wieder in die Spur kommen. So, Möglichkeit, ja, nicht ganz geklärt, aber jetzt. So, natürlich die Überlegung, ob wir auch nochmal jetzt wechseln, wie gesagt, die Kuh rein für Stein her, aber
Der ist eigentlich noch fit. Der kann hier, guck mal, der kann hier unbedrängt laufen. Und laufen und laufen und passen und schießen und nicht das 4-1. Schade. Das wäre es eigentlich gewesen, ne? So, Günther Schmidt. Wie gesagt, ich glaube, den haben wir mal in Ingolstadt gehabt. So, nochmal, Günther Schmidt. Günther Schmidt. Ja, ist ein Versuch. Ist ein Versuch. Weißmüller. Und Steinherr. So, da ist er. Ehrlich gesagt, ich hatte auch Porat überlegt, nach Gelsenkirchen zu holen. Ja, wenn er nicht nach Unterhaching jetzt gegangen wäre, dann wäre er wahrscheinlich in der Winterpause gekommen. Unter anderem Überlegungen für diesen Fall, dass wir den machen. So, jetzt gucken wir erstmal, ob er sich meine Videos anschaut. Anscheinend schießen wir drauf. Ich habe gesehen, dass da keine Möglichkeit ist, irgendwie hinzuspielen. Weil wir spielen ja normalerweise auch so welche Freistöße relativ kurz. Einfach weil es mir zu gefährlich ist. Diesen Freistoß. Weil es mir einfach zu gefährlich ist. Weißt du? Das spielst du irgendwo hin. Der geht grundsätzlich drüber. Aber ich kann keine Freistöße. An alle, die irgendwie mal im Immond Cup mitmachen sollten, gegen mich zu spielen oder in irgendeinem anderen Cup online, whatever, Freistöße, kannst du knicken. So, gucken wir mal. Versuchen wir es mal mit der Taktik, die ich gesagt habe. Ah, schade. Aber es ist fast genauso erfolgreich. Es ist fast genauso erfolgreich, aber nur fast. Normalerweise, wie gesagt, kurz und nicht direkt drauf, weil ich weiß nicht, was an den Spielern immer unterschiedlich ist. Also, ob sie mal höher oder mal niedriger schießen. Du hast nicht so den Punkt, den du irgendwie haben musst. So, nächster Wechsel machen wir. Haben wir auch den dritten Wechsel durch. Stahl verlässt den Platz. Ein gutes Spiel gespielt. So. Und wir werden das, ich habe das auch vorher eingestellt, dass wir hier so schnell Wechsel haben wie Nico zum Beispiel, den wir reintun können, habt ihr eben gesehen. Auch im Mittelfeld, ich habe lediglich, Mittelfeld und linkes Mittelfeld gemacht. Alles andere ist nicht auf die Schnelltaste, liegt einfach daran, dass ich denen einfach glaube, dass die das schaffen. Dass sie das sowas von schaffen. Und von daher hier alles ganz ruhig und ehrlich gesagt, ist ja lang unser Gegner harmlos, aber ne, es ist in der 85. Minute, wir haben schon öfter erlebt, dass wir so welche Spiele auch noch verkacken können. Und wie gesagt, ich fluche heute, weil ich einfach extrem stinkig bin. Das gibt's nicht, weißt du. Es ist einfach so. Weißt du, du sagst von wegen, du machst mit und dann später sagst du, nö, doch nicht. Weißt du, obwohl du sagst doch nicht mal, dass du nicht mitmachst. Das ist das. Von daher, ich hoffe wirklich, dass man mir verzeihen kann, dass ich jetzt gerade so ein bisschen so bin, aber im nächsten Spiel hoffe ich mal, dass das jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen spannender ist. Ich werde wahrscheinlich auch gleich wir haben auch so hier so eine Gruppe, so eine interne Gruppe gemacht, wo jeder miteinander schreiben kann. Ich glaube, ich werde auch gleich sagen, so von wegen, ich bräuchte kurz eine Pause, Trinkpause, was weiß ich. Weil ich mich erstmal wirklich, wirklich beruhigen muss. Es ist unfassbar. Ich dachte, das läuft im Spiel ein bisschen besser. So. Ich habe so ein bisschen gedacht, dass es im Spiel ein bisschen besser läuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass die einen oder anderen in den Kommentaren schreiben, ja, reg dich doch nicht auf über so ein Deppen, dies, das, Ananas. Ja, aber es ist halt meine Art und Weise. Dass ich einfach sowas nicht mag. So, Bijajke, rübergespielt und das ist nicht das 4-1. Schade. Es hätte sein können, es hätte auch so schön ausgesehen. Wir müssen unser Torverhältnis ein bisschen verbessern. Weil im letzten Spiel haben wir 2-1 verloren, falls man das gesehen hat. Falls nicht, ist es nicht so schlimm. Wir haben verloren, nun gut, ne? Abgehakt. So, aber hier gewinnen wir anscheinend. Eventuell, also ich denke mal, das könnten wir noch höchstens auf dem Unentschieden rausgehen. Dass unser Gegner jetzt noch 2 Tore innerhalb von 5 Minuten macht, ist unwahrscheinlich. Aber natürlich, wie gesagt, möglich. Möglich, dass er das auch noch gewinnen kann. So, Bijajke. Kein Freistoß. Müller. Und Porat. Ein schöner Pass. Ach, schön, guck mal. Das ist doch mein Spiel. Ne?
Tiki-Taka-like. Einfach hin, her und irgendwann wird sich da schon eine Lücke geben. Und ja, wie ich schon 20.000 Mal in diesem Video gesagt habe, es tut mir wahnsinnig leid, dass das heute nicht so ist wie sonst, wie ihr es immer gerne habt, dass ich das hier kommentatorisch voll mit Emotionen bin und so. Und ja, nee. Wie gesagt, im nächsten Teil wird es hoffentlich besser. Wir gewinnen 3-1. Wie gesagt, irgendwie direkt nach dem Spiel alles Hektik pur. Es tut mir wahnsinnig leid, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Spiel. Vergesst nicht, die anderen Partien euch anzuschauen. Das ist die Tabelle hier. Ja, Hansa Rostock ist auf Platz 1 vor dem FC Magdeburg. Erfurt hat leider verloren im letzten Spiel und wir sind auf Platz 4 gelandet. Ja, bei Flui läuft es momentan anscheinend nicht. Ein Unentschieden gegen Magdeburg. Mal schauen, wie es weiterlaufen wird. Das war der zweite Spieltag. Bis zum dritten. Bis dann und ciao.